Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ich bin euer GigaGreevy und an diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, in letzter Zeit sind es ja ganz, ganz viele geworden, aus, ganz bestimmten Gründen. Schaut euch doch am besten einfach mal die ersten Parts an dieses Let's Plays, denn das ist ein Let's Play, das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Es ist Star Wars, es ist ein MMORPG, das heißt, es ist nicht für jedermann. Ne? Also wenn jetzt jemand nur Minecraft schaut, das ist hier ein komplett anderes Spiel. Aber ihr könnt euch ja mal die ersten Parts anschauen, vielleicht ist das sogar was für euch. Oder vielleicht spielt ihr SWTOR sogar selbst, dann wird es sowieso noch interessant, weil wir aktuell eine neue Gilde aufbauen. Beziehungsweise meine alte, allererste Gilde von damals, The Virtues. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass ich sage, ey, wer hat denn Bock da mitzumachen? Wir sind gerade in der Bonusmission mit HK und hier kommen schon ganz, ganz böse Menschen oder Roboter. So, die machen wir erstmal Platz. Sehr schön. Und die liebe Suom oder Suom, wie auch immer, hat hier schon irgendwas Lustiges gesagt und ich konnte mich gar nicht so richtig darauf konzentrieren. Guck mal, wir machen mal Assassinate. Was hat sie gesagt? These Lums need special suits just to breathe out there, can you imagine? Ach so, alles klar, ja. Ja, darauf sind wir nicht angewiesen. Wir sind nämlich mitten auf einem Mond. Piu, 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 piu. Ach, die liebe Suom, ich habe sie vermisst. Ja, ich habe lange kein SWTOR mehr gebracht, das tut mir ganz doll leid. Aber jetzt ist es zum Glück endlich wieder soweit und das sieht echt hübsch aus. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich mag den Mond hier. So. Zack. Dann kloppen wir hier mal drauf. Dann kloppen wir da mal drauf. Dann machen wir mal dies hier. Und dann kloppen wir noch weiter drauf. Sehr, sehr schön. Denn ich muss gestehen, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe mich da ein bisschen fahren lassen. Nee, sagt man fahren lassen? Keine Ahnung. Ihr wisst, glaube ich, hoffentlich, was ich meine. Oh. Redet doch nicht immer, wenn ihr irgendwo Feinde kommen. Das ist doch blöd. Ja, wie gesagt, schleifen lassen, das wollte ich sagen. Genau, jetzt fällt es mir ein. Ich habe mich ein bisschen schleifen lassen und jetzt steht bald das Update bevor. Das Update für das nächste Add-on. Knights of the Eternal Throne. Und das ist ganz schön blöd, denn das kann ich eigentlich dann direkt danach bringen. Mir wurde gesagt, es wäre doch cool, wenn ich das Ganze im Livestream machen würde. Aber da bin ich mir so ein bisschen unsicher, denn wenn das heute schon rauskommt, kann ich es heute nicht streamen. Warte mal, jetzt machen wir mal das hier. Jetzt reicht's mir, jetzt ist es genug. Um. Oh, die leben sogar noch. So, jetzt ist aber gut hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. So, muss ich denn hier alle töten oder kann ich auch welche umlaufen? Das wäre irgendwie blöd, wenn ich sie nicht töten würde. You're great, but I made you better. That's right. Bumm. Alter, wie viel Damage man damit machen kann. Das ist so unnormal. So, wupp, zack und kaputt. Nicer Dicer. So, jetzt müssen wir uns langsam sputen. Ja, wie gesagt, was wollte ich sagen? Genau. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen und jetzt steht halt das Update bevor. Das heißt, es sind bald Wartungsarbeiten, während ich diese Folge hier aufnehme. Und ich muss mich also ein bisschen beeilen. Defeat the AB6... Oh, alles klar. Okay, mache ich. Assassinate, assassinate, assassinate. Und bum, bum, bum. So, zack. Zack und zack. Und wir hauen hier einfach unsere ganzen Fähigkeiten einfach mal drauf. Wird schon schief gehen. Der hat echt eine Menge Leben, ach du Heiliger. Aber gut, gehört dazu. Ist halt nur ein großer Klopper. Zum Glück haben wir uns damals den Tipp geholt. Ich glaube, Dragoon war es, der das ganz oft geschrieben hat, dass ich doch bitte meinen Gefährten auf die Heiler-Skills umschalten soll. Und das, denke ich, hat sich richtig gelohnt. So, wir hauen nochmal einen Assassinate raus. Schönes Attentat. Ich hoffe, er wird mich jetzt nicht abbrechen. Nein, alles gut. Okay, zack. Jetzt springen wir nochmal zu ihm hin. Wir springen nochmal von ihm weg. Hauen nochmal hier unseren großen Klopper drauf mit Terminate. Exterminate. Und bumm. Ach, ist das cool. Wie leicht das funktioniert. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen muss? Nee, ne? Oder? Ich habe jetzt hier nichts verpasst. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich weiß es nicht. Bin mir etwas unsicher. Aber ich denke, das haut schon hin. Coming soon. Knights of the Eternal Throne. The Shroud. So. Oh. Hallo. Guten Tag. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber...
Aua, der hat mich bewusstlos geschlagen. Der ist viel dünner als ich und kleiner. Tja, Leute, das liegt einfach daran, dass man auch kleine Menschen nicht unterschätzen sollte. Life lesson learned. So, haben wir hier wieder schön drauf, jawohl. Und boom, ab in die Lüfte mit euch. Zack. Zack. Und den hauen wir auch noch kaputt. Och, ist das schön. Ich liebe es, mit HK zu spielen. Das ist ja fast noch cooler als mit Arceus. Hat er nicht gesagt. Doch, das habe ich jetzt einfach mal gesagt. Aber Arceus ist natürlich trotzdem mein absoluter Lieblingscharakter. So, ach, guck mal an. Wenn da ein Shuttle steht, sieht das doch nach einer Cutscene aus. Ja. I still can't get a signal to the Alliance. That shuttle is our only way to escape. Commissar Risch, what a shame I can't let you take it. Look, he's just like you. Indignation. I am not. I am a flawless copy of the original HK-55, programmed to protect my master's lair and property. I will ensure Zio remains here. Ach, Zio wird sie genannt. Okay. You won't take her, as in wow. Taunt, you can try. Perplexity, but she's useless. Dann machen wir mal ein Wow. Ich denke, das ist das, was HK machen würde. Er würde sagen, nein, du bekommst sie nicht und dafür stehe ich mit meinem Namen. Over my smoking chassis. The shroud will not hold us prisoner. Relish, you don't know the truth. This will be delightful. I've uploaded HK's memory core. You should have unrestricted access to the Alliance base. That looks like me! But I sound so... professional. I'll wipe his short-term memory and ensure he can't identify us. Good. I'm off to Odessen. Wish me luck. Happy hunting. Taunt. Surprise! Nein. Wieso denn das? Accusation. You are a spy. Grievance. That stinks. Musing, it all makes sense. Ach man, das kann doch jetzt nicht sein. Aber Suom war doch immer gut zu uns und so happy drauf. Ich kann mir nicht, ich glaube, das hatte, am Anfang hat die so einen Knacks gehabt im Kopf. Ich wette, dadurch wurde das Ganze ausgeschalten. Aber wir erinnern uns an das, was Pat von Gallifrey gesagt hat. Als er meinte, die hat bestimmt so ein Attentäterprotokoll drin. Also, dass sie, beziehungsweise irgendwie sowas, dass sie dann uns eigentlich killen soll. Tja. That stinks. Wollen wir HK mal Gefühle zeigen lassen? Ich möchte gern HK mal Gefühle zeigen lassen. I would be very hurt if my personality matrix allowed it. You conspired with the enemy. No, I think I remember that. There's no record of that conversation in my data files. Theory. An accident in the lab. When you applied the electrical surge to erase his memories, it must have destroyed yours instead. But that would mean I'm... bad? Oh no! Ach man, assurance. You'll be fine. Optimism. It could be mean... worse. Confirmation, obviously, but that would mean I'm bad. Oh man. Not to worry. You'll forget the next time you reboot. Declaration. I will now commence blasting. No! You won't hurt my friend! Oh Gott, jetzt macht sie wieder ernst. Sie macht wieder ernst. Aber guck mal, warum hat sie jetzt die Waffen nicht? Das fände ich viel lustiger. Krasser Schissel. Oh! Was hab ich denn jetzt hier? Repair Chassis? Das ist aber neu. Cause you to... Ah ja! Ach, das ist ja krass. Achso, nice. Das ist ja cool. Ich kann sie jetzt immer zu mir rufen, damit sie mir helfen kann. Okay, das finde ich mal ganz cool. Das ist eine nette Idee. Nein. Also ja, ich werde ihn deaktivieren, aber nicht andersrum. Das kannst du vergessen. Das kannst du dir schön abschmieren, mein Freund. Hä? Was? Jetzt bleib halt doch mal stehen. Junge. Ah ja, nice. Nein. Kalio. Kalio sage ich schon. Zoom. Zoom. Kalio, alles klar. Da habe ich mit Kalio gar nicht so viel zu tun.
Warum haut er denn immer ab? Junge, ich mache ein Assassinate auf dich. Bam. So, und jetzt hauen wir hier nochmal richtig drauf. Fear me, fear me. Nice. Observation. Something has gone terribly wrong. I won't let the Shroud destroy your master's base. I'll help you stop him. If you'll let me. Praise, you've grown on me. Acceptance. Let's kill things. Skepticism. I have doubts. Nö, Acceptance. Komm, auf geht's. I never turn down a partner in destruction. Let's end this together! Self-destruct initiated. Base will no longer exist in 5 minutes. Awaiting cancel code. Awaiting cancel code. Awaiting cancel code. Maker's data! Give it the code! Hint. The computer isn't asking me. Oh nein! Der Computer ist asking me, natürlich nicht. Der Computer fragt sie. Denn sie ist ja eigentlich die Böse, wenn man so will. Das ist ja das Problem. Ach man, das ist blöd. Komm jetzt, geh doch mal drauf. Aber guck mal, die rennen alle weg. Warum wollen die jetzt uns unbedingt killen? Weil die, achso, okay, die wollen vielleicht Zugriff zum Shuttle haben. Okay, das ist vielleicht alles, ja. Enhanced defensive fire. Wir können doch über alles reden, Jungs und Mädels. Wir können doch über alles reden. Oh, hoppala. Entschuldigung. Da kommen ja immer mehr. Ey, das ist ja richtig böse. Da kommen immer mehr. Jetzt. Du musst doch mal aufhören. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wollen die etwa zum Shuttle? Das sieht fast so aus, als würden die da hinwollen, ne? Das wäre aber eine coole Mission, wenn die dann irgendwie das schaffen könnten und dann wäre irgendwie das Ganze fehlgeschlagen. Ja, hallo? You left the base. What are you doing here? Terminating a bad lump! But why? What did I do wrong, Master? You could have just told me the plan changed. Was this a test? Was? Genau. Der Shroud hat nur für den Druiden gearbeitet und nicht andersherum. Alles klar, Plot-Twist. Weißt du, der erste Plot-Twist, das war so, naja gut, das war vorhersehbar. Aber jetzt der zweite, das ist schon weitaus interessanter. Appreciation. Nice try. An admirable attempt to distract us. I'll pretend I nearly fell for it. Ha! You don't fool him, Shroud! I'm not the Shroud! You are! No. I think I'd remember that. Right, HK? Oh nein, oder? Och, das kann euch. Das ist jetzt. Nein, das ist nicht euer Ernst. Oh, das kann. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Contradiction, actually. Declaration, I've had enough. Maybe we should hear him out. Prove your claim, cyborg meatbag. I can't. She forced me to play the Shroud, even in her base. She never put herself at risk. That was my job, to be expendable.
Das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Rejection, I saw your holos. Admission, it does make sense. Counterpoint, your appearance. Aber ich habe die Holos gesehen. Okay, Holos kann man fälschen, ich weiß schon. Aber, na. I watch recordings of you pontificating on your grand plans. Those were acting lessons. She was coaching me to talk like her. You were very convincing. Thank you. In the hangar, the self-destruct computer asked for a cancel code. It wouldn't have, unless... But I don't want to destroy the Alliance base! Stop this! Now! Shroud voice override confirmed. Disarming sabotage network. Disabling thermal detonators. Oh dear. Please. I was just following orders. It's not me you want dead. Conviction. Termination. Verdict. Master will decide. Ich glaube, HK würde ihn eigentlich töten, aber HK steht auch sehr in der Schuld seines Meisters und das ist Arkesius in diesem Fall. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass HK sich da ein bisschen was von seinem Master abgeguckt hat. Und ich denke, deswegen geht es durchaus in Ordnung, dass Arkesius entscheiden darf, was mit The Shroud passiert. You colluded with the real Shroud to destroy this base, at a minimum. You can look forward to a lengthy prison sentence and interrogation by my master. Until then, stay put. I suppose I'm going to prison too. I hope your master isn't too harsh. Och man. Reassurance, I won't hurt you. Alternative, serve my master. Judgment, deactivation, now. Alternative wäre, dass sie uns praktisch dient. The Shroud died when your memory failed. Dr. Ogorob will dismantle you and remove anything problematic in your shiny innards. You do that for me? Thank you! Whatever horrible misdeeds you've committed are in the past. From now on, you fight for the Alliance. Oh, HK, you're the best friend I've got! Correction, I'm the only... Never mind. Hello! I am Zeo Ohm. It's nice to meet you. HK? We leave you alone for one day. Greetings, Master. I am happy to debrief you. Es ist ja cool, dass jetzt wir alle hier zusammenkommen. Warning, it's a long story. And I need a vacation. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, die sind alle so geil. I need a vacation, das ist ja cool. It's a long story. Call security and pull up a chair. It'll be a while. Das ist ja geil. Und Leute... Das war das Ende des Bonus-Kapitels The Shroud. Ach, ist es nicht cool? Oh Mann, das hat so viel Spaß gemacht. Es war so ein geniales Kapitel. BioWare, warum macht ihr sowas nicht öfter? Ach Mann, das ist doch genau das. Es ist genau das, was man will. Ohne Spaß. Es ist so unglaublich schön gewesen. Es war witzig, man hatte neue Fähigkeiten, indem man einen anderen Charakter steuern konnte. Das bringt doch mal richtig schöne Würze in so ein MMORPG, dass man halt dadurch natürlich diesen Einzelspieler-Fokus hat, das ist logisch. Aber ganz ehrlich, die meisten wollten doch sowieso eine Art KOTOR 3 und da sind doch solche Zwischensequenzen genau das Richtige. Jetzt bekommen wir noch ein paar Common Data Crystals, ein paar Glowing Data Crystals. Zack. Und dann steht hier auch bald Coming Soon. Etwas traurig ist, dass sämtliche Missionen zurückgesetzt werden. Das ist ein bisschen blöd mit dem neuen Update, das muss ich ganz klar jetzt mal hier sagen. Ich hoffe aber, dass ich die dann hier trotzdem noch behalten darf. Denn ich habe zum Beispiel hier noch sowas, Tracking the Origin von ganz, ganz früher beim allerersten Tatooine-Event. Und die will ich halt einfach nicht aufgeben. Ich will, dass die einfach hier bleiben. Ich werde sie zwar nie wieder irgendwie erfüllen können, die Mission, aber... Ich finde es schön, dass es da ist, einfach. Das ist irgendwie cool.
Ach Gott, Leute. Ja, jetzt sind wir wieder Arkesius. Wir sind in der Gilde The Virtuous wie früher. Wir haben 4 neue Nachrichten. Das gucke ich mir alles in Ruhe an. Und dann geht's bald los mit Knights of the Eternal Throne. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und das Ganze wird natürlich auch Let's Played werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten wird es auch ein paar SWTOR-Streams geben. Das ist, denke ich, immer eine ganz, ganz schöne Abwechslung zu Minecraft und Battlefield und wie die ganzen anderen Spiele heißen. Ich wünsche euch was. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.